Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir sind ja hier auf den wunderschönen Flughafen hier. Werfen wir jetzt unsere Signalrakete, damit wir unseren Vertibird rufen. Wir haben ja jetzt noch 8 Stück. Ne, nice. Und ich habe mir für heute ja ein bisschen was überlegt. Heißt, wir werden das machen, was wir eigentlich jetzt schon eine Weile lang vorhatten. Ob wir wirklich jetzt hier unsere Schiffskanone mitnehmen oder nicht, das werden wir dann nochmal sehen. Ich glaube zu Anfang eher nicht. Wir werden jetzt aber nicht nach Hanksman Alley gehen. Nein, wir werden, ja. Ich weiß noch, wie ich mit der Ma'am am Flughafen auf ihre Rückkehr aus Übersee wartete. Oh, ich vergesse es nicht. Wie taktlos von mir. Ach, das ist doch nicht taktlos. Du meintest es doch nur gut. So, wir werden nämlich jetzt quer über die Karte fliegen. Und zwar habe ich auch schon ein bisschen was markiert. Und zwar sieht man ja hier, ne? Finde Virgil im leuchtenden Meer und Orbital Kanone. So, hier unten ist unser Somerville Place. Da kommen wir jetzt hin. Abflug in Kürze. Und ich hoffe, dass wir jetzt Codsworth nicht verlieren. Die Minigun sollte geladen und feuerbereit sein. Viel Glück, Sir. Danke. Dass wir ihn jetzt nicht verlieren. Und wir kommen jetzt so auch ein bisschen schneller voran. Was die Hauptstory angeht. Klar, wir haben noch haufenweise zu entdecken, haufenweise Nebenmissionen. Ach, weiß der Geier, das ist ja noch nicht gerade wenig, was wir hier noch zu erleben haben. Auch die DLCs stehen ja noch größtenteils aus. Und auf uns wird schon wieder geschossen. Oh nee. Aber gut. Wir fliegen jetzt geradewegs los. Fliegen da jetzt einmal rüber. Und wollen hoffen. Was ist denn das da vorne? Sieht aus wie eine halbe Rakete. Wollen einfach hoffen, dass das jetzt auch so in einem durchklappt. Ah, auf uns wird schon wieder geschossen. Man hört im Hintergrund immer leise die Schüsse. Ich schieße aber mit der Minigun nicht mehr. Ich habe aus diesem Fehler gelernt. Hoffe ich. Und ja. Jetzt müssten wir gleich über den Gunner. Ah ne, gleich kommt erst das Krankenhaus. Dort hinten müsste irgendwo Jamaica Plain liegen, ne? Ja, da hinten. Unsere Donutbude. Hier war das Krankenhaus. Nee, es ist eine Highschool. Okay, ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Und da unten schießen schon wieder irgendwelche mit Lasergewehren auf uns. Okay. Aber das hier ist Gunners Plaza. Den merkt man sich auf jeden Fall. So, wir werden jetzt sozusagen uns ein bisschen Strahlungsschaden verursachen. Ich hoffe, das reicht, wenn wir da nur mit einer Power Armor reinrennen und müssen nicht den Chemikeranzug oder den anderen Anzug aus Diamond City holen. Und du kannst jetzt hier drinnen direkt landen. Oh, wie geil ist das denn? Alles festhalten. Der kann direkt in unserer dicken Festung landen. Ja, das finde ich aber mal mords nice. So. Codsworth ist auch gleich mitgekommen. Wir hatten hier jetzt die Kochstation. Wo hatte ich denn jetzt den Rest hingestellt? Jetzt bin ich gerade ein bisschen vergesslich hier. Da. Ah, hier oben. Ich meine, ihr hattet hier das irgendwo hingestellt. So, dann packen wir jetzt hier erstmal den Breitseiter weg. Den brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt mitschleppen. Das packen wir weg, das packen wir weg. Die Kanonenkugeln packen wir weg. Und schon sind wir ja ein bisschen
leerer, weil wir möchten ja jetzt auch looten. So, ich hoffe mal, dass es ausreicht, wenn wir von hier aus jetzt losstapfen. Dann nehme ich erstmal die Pistole in die Hand. So, wir hatten ja hier auch mal einen schönen Wachbot kalt gemacht. Mal sehen, was haben wir denn hier? Was hat er denn hier beschützt? Also hier kam er raus, definitiv. Eine Tür, die nicht für uns ist. Vorsichtig bleiben. Hier haben wir ein bisschen Munition. Soweit so gut. Mehr aber auch nicht. Na gut. Jetzt ist die Tür offen, aber der war ja eigentlich sowieso schon draußen. Das hat ja keinen wirklich großen Unterschied gemacht. Okay, wir sind von irgendetwas gesehen worden. Sonst würde da nicht so krass Vorsicht dran stehen. Vielleicht irgendetwas. Was haben wir denn da hinten? Ach, da hinten haben wir eine Vault. Na gut, eine Vault wollte ich jetzt nicht anschauen. Ich wollte jetzt schon erstmal die Questen erledigen. Zur Vault da hinten werden wir definitiv auch nochmal gehen. Jedenfalls sieht das aus wie eine Vault. Aber es müsste sogar eine sein auf der Karte. Na, mal gucken. Erstmal jetzt hier geradewegs weiterlaufen. Und dann wollen wir hoffen, dass das mit dem Strahlungsschaden gut geht. Hier haben wir einen kleinen Schrotthof. Es steht hier aber permanent Vorsicht. Das irritiert mich, als wenn ich hier gerade von irgendjemandem beobachtet werde. Okay, schwarze Bärfliege, eine Bärfliege. Die kriegen wir locker easy weg. Wenn wir sie treffen würden. Okay, wunderbar. Und dich da hinten machen wir einfach kritisch weg. Steht aber immer noch Vorsicht. Quatzi, nicht aufladen. Hä? Also ich sehe jetzt gerade keinen weiter. Na gut. Da ist ja auch gar keiner. so. Am Rand des leuchtenden Meers. Okay, was sagt die Quest jetzt? Finde Virgil am leuchtenden Meer. Heißt, wir werden aber erst direkt uns die Doom-Waffe besorgen. Okay, Strahlungsschaden geht bis jetzt. Muss halt weiter vorsichtig bleiben. Weil hier kriegen wir jetzt permanenten Strahlungsschaden. Aber es geht. Es geht. Das ist jetzt nicht sehr, sehr schlimm. Aha, wir haben hier schon die Ghoul-Invasion gefunden, schon mal. Oh, gut, machen wir mal einen schon mal weg. Okay, der ist gleich. Oh, den drücken wir ja fast gar nichts. Das müssen wir aber gleich ändern. Oh,
Ah, den haben wir zum ersten Mal gleich zum Taumeln gebracht. Ah, Kotzi, da waren wir ein bisschen schneller. Was guckst du denn da hinten? Ich habe keine Ahnung, was er da hinten guckt. Ja, weil sie da in der Suppe sitzen, kriegen die auch nochmal Regenerationsbonus, aber das ist für uns eigentlich kein Thema. Ihr dürft euch jederzeit ergeben. Guckst völlig in die falsche Richtung. Oha, den haben wir nicht gut genug getroffen. Muss die AP wieder abwarten. Ah, er kommt schon. Jetzt treffen wir dich noch besser. Weg mit dir. Also so zum Leveln ist das hier relativ angenehm. So. Alle ab. Oh, nicht kritisch getroffen. Kritisch hat wieder... Okay, der mysteriöse Fremde regelt. Ah, so weit, so gut. So, ich werde jetzt nicht in die Suppe springen und mir jetzt da die Ghule holen. Das möchte ich jetzt nur nicht. Wir laden aber kurz unsere Waffe nach. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem ist, Kotzwurf. Wir gehen jetzt aber einfach weiter. Vampirblutkäfer. Na, machen wir gleich weg. Oh, den drücken wir aber sehr wenig. Okay. Steht da Gefahr? Jetzt kommt er auf uns zu. Bei 50% nicht getroffen. Das war klar. Oh oh. Kratzwurf. Bitte um Hilfe. Oh, die ziehen ihn aber gut ein, oder? Die ziehen wirklich gut rein. Oh oh. Na, ah, nicht getroffen. Na, komm schon. Den letzten kriegst du auch noch hin. Oder der mysteriöse Fremde regelt. Hier geht's soweit ganz gut. Das ist schön. Ja, eine Lederrüstung. Es ist nicht so schön. Was haben wir hier sonst noch? Das ist bestimmt, weil da hinten irgendjemand mal 10 Kilometer auf uns geschossen hat. Naja. Kann man jetzt nicht ändern. Gehen wir jetzt erstmal weiter. Haben wir schon wieder den nächsten Blutkäfer. Ah, ich erwische ihn nicht richtig. Jetzt. Komm, fang an zu fliegen. Dann können wir dich nämlich besser zerschießen. Blutsack und kritisch. Immer schön rein in den Hintern. Das hat ihn aber nicht wirklich gejuckt. Mach hier doch nicht so ein Distanzding aus der ganzen Suppe hier. Ja, okay, gut.
Oh, da hinten kommt gleich noch einer. Versuchen gleich direkt den Torso zu treffen. Okay, erster war leer. Nein! Oh, und ich hänge jetzt hier auch noch fest. So, Pistole, zack, zack. Okay, erwischt. Sonst sehe ich soweit nichts. Dann gehen wir einfach mal ein Stück weiter. Trinken auch einen Schluck. Ah, wir sind jetzt, jetzt gut 1%, denke ich mal, verloren von. Ah, da ist der Vampir-Blutkäfer wieder. Diesmal kommst du nicht. Wenigstens Sensenmann-Sprint hilft. Was ist jetzt los? Was geht denn da hinten ab? Was ist... Okay. Was geht denn jetzt da hinten ab? Alterne Bärfliege. Oh, die ist sogar sehr, sehr nah. Vielleicht zersammeln das Misty. Gleich alles zerschießen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Okay, hier steht noch Gefahr. Weil du noch eine hast. Gut, nehmen wir erstmal deine hier. Jetzt gucken wir, dass wir hier die legendäre Fliege finden. Also mir nicht, dass es jetzt die ist, die da so halb in dem Wasser reinragt. Doch ist sie. Wieder eine Lederrüstung. Okay, aber was das da vorne für Explosion war, das würde ich jetzt auch gerne wissen. Sag mir jetzt nicht, das war jetzt die Dunkelwaffe. Die sah ja schon nicht schlecht aus. Ah, ich kann ihn noch nicht sehen. Okay. Muss man halt sehr vorsichtig sein. Ich kann hier nur gerade das sehen, was ihr jetzt auch seht. Und für mich ist das nicht viel. Ah, okay, da hinten. Mercy. Okay, der war jetzt relativ easy zu killen. Und hier haben wir die Dupenwaffe. Die macht 115 Schaden plus 250. Okay, jetzt werden die Waffen aber langsam ein bisschen übertrieben. Was bist du denn für einer? Schock! Okay, die möchte ich jetzt mal in Aktion sehen. Wir können eigentlich noch ein bisschen tragen, oder? Ja, ein bisschen. Okay, er war auch schon ein bisschen ghoulisch. Krabbeln wir hier einfach mal weiter rüber. Ah, hier komme ich nicht weiter. Weißt du nicht, mit wem du da die ganze Zeit dich unterhältst, Kotzwirf, aber langsam macht es mir Angst. Alter, ist das Ding riesig. Okay, und da vorne hätten wir auch schon das erste Ziel.
What the fuck? Okay, nicht einer hat getroffen. Wir haben aber keine Munition mehr. Aber so war das ja jetzt nicht schlecht. Was? Der mysteriöse Fremde hat nicht getroffen? Okay. Kommt gleich der nächste. Alter, die Waffe war ja jetzt echt Hammer. Ja, das ist ja schön, dass das dein Ding ist. So, wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Wir werden auch natürlich so viel mitnehmen, wie wir irgendwie können. Wir haben uns ja die Base eingerichtet. Um uns hier auch ein bisschen umzugucken. In diesem Ödland. Ha, die Waffe war jetzt bis jetzt nicht schlecht. Also, ein bisschen wenig Munition. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerade zu bemängeln habe. Aber ansonsten war sie gut. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, Kotzwurf, aber irgendeins wirst du schon haben. Bloß wir wollen halt weiterlaufen. Also ich will schon versuchen, den Virgil so schnell wie möglich zu erreichen. Aber ab, ich denke mal so 40% würde ich denn doch schon umdrehen wollen. Totenkopf, Rad, Skorpion. Das waren ja zwei. Hab ich mich jetzt erjagt. Okay, den ersten wegziehen. Halle. Jawohl. So, Kotzi, wir helfen dir. Kein Ding. Sobald wir genug AP haben. Möchte ich halt ungern jetzt treffen. So, komm. Nee, hauen dir jetzt mal voll eine ins Gesicht. Hast du verdient. Und schon hört er wieder auf, weil da ein blöder Baumstamm im Weg ist. So kann ich dir nicht helfen. Oh. Eine Granate. Okay, gegrillt. Gleich der zweite hinterher. Ah, kommt noch einer? Oder war es das jetzt? Ja. Ein sehr schöner Abend. Maulwurfs Brutmutter. Ja, finde ich auch. Okay. Ja, also ich habe Spaß. Ich hoffe, du auch. So, dann gehen wir uns die Brutmutter holen. Ich hoffe, wir haben jetzt mit 4 Fusionskernen genug dabei. Weil bis jetzt ist es ja hier eigentlich nur ein großes Gefeite. So, haben wir jetzt hier auch eigentlich alle Radskorpione? Oder hast du hier schon wieder einen durch die Kakerlaken geschickt? Alter, wie viel Kakerlaken! Und ihr hattet keine Chance. So oft wie Sensenmann-Sprint geprockt ist. Genau, ich schwitze noch nicht mal.
Impro-Revolver-Pistole. Ne? Fügt zunehmend Schaden mit steigender Anzahl der Entzüge durch, die du gerade durchmachst. Okay. Die Drogenpistole schlechthin. Gut, laden wir wieder mal kurz nach. Und gönnen uns mal kurz was zu essen. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben ja noch ein bisschen was. Ja, Maulwurfsfleisch, nee. Oh, und ein schönes Steak. Warum denn auch nicht? Und dann gehen wir mal weiter. Strahlendem Meer durchforsten. Ah, hier haben wir... Okay, irgendein Büro. Na. So, dann mach ich's selber. Ja, okay, das Verstecken bringt sich hier jetzt nicht, weil Consworth wieder halt mit irgendjemandem fighten will. Holy! Okay, wir gehen erstmal raus. Consworth, du darfst rein. Ja, dann machen wir den ganzen Tag. Jawoll. Wo hast du hingeschossen? Da hinten war nichts, da war ein Berg. Na, ich hoffe, es war's jetzt. Na, Metallrüstung, also legendäre Gegenstände kriegen wir hier. Bisschen mehr. Solange wir vorsichtig hier sind, dürften wir es eigentlich auch packen. Was? Durch was ist jetzt? Okay. Langsam, langsam. Der Skorpion hat keine Chance. Volles Rohr auf die Albino Todeskralle. Nuklear wäre besser, Kotzwurf. Alter, die krieg ich ab und ab und ab. So, machen wir erstmal jetzt den Skorpion alle. Tot. Ah. So, was hast du bei? Okay. Das sieht aus wie eine AK. Handgefertigtes automatisches Gewehr. Mhm. Gut, macht 29 Schaden. Sieht aus wie so eine halbe AK. Als Schaufel getarnt. Ja, okay. So, was hat jetzt der Skorpion? Der hat natürlich wieder nur so eine Zündrüstung. Chamäleon, ne? Naja. Wirklich? Mehr habt ihr nicht drauf? Du hast immer noch ein Problem, wa? So, ich würde jetzt hier aber gerne noch das Gebäude untersuchen wollen. Weil hier in der radioaktiven Zone ist Schlafen, denke ich mal, nicht so drin, ne? Oder vielleicht haben wir ja hier irgendwo einen sicheren Bereich. Wenn ich da runterfall, komme ich doch nie wieder rauf, oder? Aha.
Ja, Kinderspiel. Jemand irgendwas erkennen hier? Nicht, dass wir hier gleich total in der Kacke sitzen. Scheint okay zu sein. Ich gehe jetzt hier mal runter. Okay. Nummer 1 und Nummer 2. Nummer 1. Funktioniert schon wieder nicht. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und da war irgendwo Gas. Ja, ich bin gerade nicht wirklich mutig. Gebe ich ja zu. Aber gut. So, Ruftaste. Funktionierst du eigentlich noch? Nach oben. Ah, er funktioniert noch. Also wir kommen also wieder hoch. Wow, 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 aua. Spinnst ja wohl. Du bist Blei und blauer Mond. Alter. Aber wir werden wenigstens wieder belohnt mit einem Fusionskern. Du guckst immer noch in die Richtung, als wenn da irgendwas ist. Okay. Machen wir erstmal hier leer. Was haben wir hier noch? Ah, ein leeres Blut. Und ein Safe. Was haben wir denn hier drin? Na, komm schon. Cool. So. Haben wir hier sonst noch was? Ah, hier ist noch eine Tür mit Einsteiger. Wir nehmen alles mit. Ja. Was haben wir hier? Stimpak, Antibiotika, Wasser. Naja, so weit war es das denn ja hier. Ich höre aber schon wieder einen Ghoul. Ich sehe ihn aber nirgendwo. Hä? Ich hatte doch hier eben irgendwo einen Ghoul gehört. Aber hier ist sonst nichts weiter. Ah, jetzt fall ich mir jetzt nicht hier runter. Ich wollte hier runter. Na, ist hier noch irgendwo ein Ghoul jetzt? Ah, hier ist noch eine Tür. Nee, aber hier ist nichts. Bis auf Kreide drin. Na gut. Beauty. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber trotzdem mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.